Hallo Freunde, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ich mache immer mit Absicht so eine Pause zwischen Bioshock und Infinite, weil ich finde den Namen Bioshock so geil, aber Infinite, das passt irgendwie nicht. Bioshock Infinite. Ja, kickt nicht so, ne? Deswegen lieber eine Pause dazwischen. Ja, also, ich bin euch ja immer noch die 10 Minuten schuldig von der vorletzten Aufnahmesession. Mal gucken, ob wir bei dieser Aufnahmesession die mal dran gehangen bekommen. Da bist du. Guten Tag. Die guckt ja mal so böse, ne? Guck mal freundlich. Cheaty? Oh, jetzt guckt sie ängstlich. Böse. Guckt meistens böse, oder? Naja, gut. Kein freundlicher Mensch, was soll ich sagen? Aha. Nee, die ist ein bisschen doof. Eigentlich würde ich ja mich immer vorlaufen lassen. Ich bin doch der Kerl mit der Waffe, ne? Ich bin heute irgendwie langsam, kann auch sein. Ah, Lockpick. Klammer. Brauchen wir Munition. Oh ja, können wir gebrauchen. Nicht sehr viel mehr, aber etwas mehr. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen, sagt man ja so schön, ne? Das muss man mal gucken, teilen, ja. Wollen wir das Video noch nicht hatten. Fitzroh gesichtet. Fitzroh, nein. Gerätsführerin der Fox Company. Leute, müssen wir nochmal gucken. Da war ich zu langsam. Fitzroy gesichtet. Jetzt machen wir es auch richtig. Die Rätselsführerin von Fox Bubbly, Daisy Fitz. Das kann man gar nicht so schnell lesen. Der große Prophet hat ihr Ende vorhergesehen. Nur er kann uns schützen. Unser Prophet. Ende. Naja, gut. Das sind eigentlich so Filmchen, da kann man auch ganz gut drauf verzichten. Warum kannst du die Waffe nicht? Die habe ich gerade erst weggeschmissen. Aha, eine Deckung. Wozu brauche ich hier wohl Deckung? Los! Mach! Zwing mich nicht, dir weh zu tun! Ich suche noch! Schön, eine Schießbude! Munition! Hier! Scheuch sie raus! Das reicht! Ja, irgendwo ist einer. Fragst du nur wo? Wir sind bereit für dich! Aua, aua, aua. Oben ist noch einer. Achtung, Patriot! Zum Ruhme Kolumbias! Sieh zu, dass ich noch was finde.
Ich wusste doch, da war noch irgendwo einer. Gatling. Jo, die hat ein paar Schuss mehr. Die nehmen wir. Aber hat die MG nicht mehr Schuss als die? Ja. Also behalten wir die doch. Oh. Oh, haben wir so viele Lockpicks? Das scheint schon offen zu sein. Trippeln würde ich mal so sagen. Aha. Na dann. Aber klar. Da kann man eine Gatling holen. Aha. Tut's aber irgendwie nicht. Na egal. Salz sind wir voll. Ist auch ein komischer Satz, wenn man sagt so, ich bin voller Salz. Kommt ungefähr auf was für ein Fetisch bist du denn drauf? Ah, hier ist auch noch eine Tür. Hätte ich glatt übersehen. Und noch ein Voxophon. Abends haben sie sich oft heftig gestritten. Lady Comstock und der Prophet. Komstock. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich im Comstock-Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Ich glaube nicht, dass sie diejenige ermordet hat. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Das dürfte schnell gehen. Ich meine, das Mädel ist echt nützlich. Da kann man gar nichts sagen. Bitteschön. Dankeschön. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Besorgt uns Geld, besorgt uns Muni. Besorgt uns Heilung. Ja, wo ist das? Gründer werden bluten. Aha. Jetzt haben wir so viele Lockpicks und keine Löcher, die wir locken picken können. Keine Schlösser, die wir knacken können. Das war furchtbar. Ja, aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bocca, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Es ist mal eine Aufgabe. Gerade bekommen. Ob ich das tun will, ist hier nicht die Frage, sondern es ist mal eine Aufgabe, es zu tun. In Wirklichkeit will ich es nämlich nicht tun. Aber ich werde gar nicht gefragt. Das nimmt man einen linearen Spielablauf. Aber noch ein Karabiner. Wie viel Muni hat der? Oh ja, der hat viel Muni. Den nehmen wir. Der hat viel Geld. Mehr Geld. 72. Danke. Wie hat sie das denn gemacht durch die geschlossene Tür? Naja. Kann ich oben durchs Gitter. Ja, wollte ich gerade auch sagen. So, okay, dann wollen wir mal den Riss öffnen. Mach. Was für ein Lärm.
Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Burka, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Ja, sicher. Das war so der Kommentar, so, ja. 120 ist, glaube ich. Was ist das denn für ein hübsches Löffelchen? Ja. Ach nee, das war das Ding, was du nur aus der Ferne schießen kannst. Und dann bleiben wir dran. Wie heißt das Ding? Den Burst Gun. Bitte woanders hinzielen. Ja, Entschuldigung, ich habe dich doch nicht getroffen. Sieht schon nicht gleich auf. Also anscheinend müssen wir ja hier wieder raus, ne? Kommen noch nicht, also haben wir noch Zeit, hier nochmal zu gucken, ob wir hier noch was mehr ausrauben können. Nein. Das finde ich ein bisschen unlogisch, weil wenn ja ausrauben und du wechselst die Dimension, müsste man ja eigentlich die Leiche wieder neu ausrauben können. Und die müsste ja... Das klingt irgendwie ein böser Kampf. Böser Kampf. Böser Kampf. Ist da, aber die Sachen sind alle leer, obwohl wir die Dimension gewechselt haben. Das ist definitiv. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Klingt irgendwie sehr eintönig. Es könnte auch eine Rap-Version sein. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Ey, yo. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Ah, hier ist ein Schloss. Elisabeth, hilfst du mal? Ich probier's mal. Okay, oben sind wir noch gar nicht gewesen. Machen wir das doch hier erstmal leer. Ich hab eben übersehen. Oh, noch mal eine Infusion. Da wir den Schild ja schon voll haben. Das ist natürlich genau das, was wir jetzt machen. Was ist das? Ein neuer Hut. Schubkontrolle. Verbesserte Schub- und Bremskontrolle an der Skyline. Wer braucht das? Mal ganz ehrlich. Was ist das denn? Mini-Panzerfaust, ne? Was haben wir hier? Wir haben Karabiner. Karabiner haben wir noch? Nein, das ist das. Was immer das ist. Auf der anderen Seite war ja auch noch was. Kann man es noch nicht mal richtig verstehen. Oh, noch ein Trank, noch eine Invasion. Ist ja geil. Gleich zwei. Das ist eins. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Ach, da ist noch was. Haushalt ist voll. Oh,
Box! 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 Ich glaube, das ist glaube ich, eine Werbeeinblendung für den Senderbox. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist so. Hier haben wir eine Dusche. Und wir sind beide sind alleine. Wollen wir zusammen duschen? Starr nicht den grünen Kasten so an. Starr mich an. Ich weiß, ich bin zu alt für dich. Aber hier ist nur eine Dusche. Und ich habe eine Waffe. Sollte keine Andeutung sein. Naja, dann nicht. Oh, hier kann man wieder Waschbecken anmachen. Ja, Waschbecken anmachen. Was ist das für eine Ecke hier? Mann. Und wieder ausmachen, Waschbecken ausmachen. Nix. Aber es gibt Spiele, da kriegt man wirklich, wenn man alle Waschbecken angemacht hat, am Ende des Spiels dann irgendein Extra. Und nur wenn man wirklich alle angemacht hat. Ach, jetzt der gleiche Film wieder? Ja, natürlich. Hier alles nicht. Oh, nochmal Waffen. Cool. Was ist das? So, dann speichern wir mal wieder. 17 Minuten. Oh, verletze deine Verbündete nicht. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Gut, dann machen wir noch mal einen kurzen Neustart. Woran erkennt man denn die Verbündeten? Woher wusstest du das? Das stand da. Ach so, das steht da. Okay, für alle Blinden unter uns, das steht da. Das stand da. All deine Lachen gehen auf unser Konto. Ja, wer weiß es denn? Wer sagt, keiner hätte Grund zur Klage. Und es liebt sich nicht. Ich sag euch was über Sünde. Sünde ist, wenn du den Hahn aufdrehst und kein warmes Wasser ausmachst. Sünde ist, wenn du anstehst und am Tag schuftest und deine Kinder nicht ernähren kannst. Sünde ist, dass Kostak in seinem Schloss fest. Aber ich sag euch was, Brüder und Schwestern. Die größte Sünde, die wir haben, ist, dass wir uns das gefallen lassen. Ich hab Munition gefunden. Hier, Booker! Also. Danke. Warum nicht? Ja.
Ich höchstpersönlich. Ich habe ihn entdeckt. Booker, hier! Vielen Dank. Okay. Ich habe auch die Übersicht verloren. Sag, Kollege, alles klar? Sie sind Booker DeWitt, der Held der Vox. Ja, gerne. Verdammt, was reden die da? Ich bin der Held der Vox. Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. DeWitt. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker. Deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden mit der First Lady. Los, komm. Stecken.
tun wir jetzt quasi gar nicht unterbrechen. Das ist so actionreich gerade. In dieser Welt warst du ein Märtyrer. Diese Leute brauchen bessere Helden. Ja, bessere genau Helden. Betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Das kommt auf den Regierungsstil. So. Wieder ein Speicherpunkt. Wieder exakt eine halbe Stunde. Was soll ich sagen? Ich spiele nicht. Auf in den Kampf! Wie auf in den Kampf? Ich schlachte dich ab! Wie ich schlachte dich ab? Sekunde. Bevor wir hier irgendjemanden abschlachten. Also ich komme hier in friedlicher Mission. Ja? Also ich möchte hier eigentlich nichts weiter als meinem Arsch retten. Mal ganz davon abgesehen, dass hier das Folgenende ist. Bis morgen. Echt jetzt. Tschüss!